Online-Radio Düren, wie immer, sonntags on Tour in Sachen Fußball. Wir gehen zur Mittelrhein-Liga am 24. Spieltag. Der erste FC Düren außerhalb angetreten bei VfL Alfter, die sich ja um den 10. Platz herum platziert haben nach 24 Spieltagen. Wir sind mal gespannt, was der Sportdirektor uns zu berichten hat am heutigen Wintertag in Alfter. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Ruhrig. Guten Abend. War das denn heute auch winterlich in Alfter? Es war kalt, aber alles okay. Also es lag kein Schnee mehr, also obwohl der Platz ja sehr hoch liegt. Also es waren gute Rahmenbedingungen, die Sonne schien. Also von daher war alles angerichtet. Ja, gute Rahmenbedingungen. Sie haben es angesprochen, alles angerichtet. Ihre Mannschaft in der ersten Halbzeit, in den ersten 45 Minuten schon richtig in Fahrt, mit einer guten Führung in die Kabine. Genau, also es stand 2:0 zur Pause, was man der Mannschaft halt vielleicht vorwerfen muss, ist nicht höher zu führen. Ein 2:0 ist immer ein gefährliches Ergebnis. Also wir sind in der sechsten Minute in Führung gegangen durch Burak Yesilay und haben dann mit dem Halbzeitpfiff durch Marc Brasnitsch nachlegen können zum 2:0. Und Alfter hatte nur eine Aktion nach vorne und das war halt bei einem verunglückten Rückpass vom Vincent Geimer zum Torwart, spritzt ein Spieler dazwischen. Und dann war es eng. Dann kann man vielleicht auch Elfmeter geben. Patrick Bade kam raus. Es gab den Kontakt. Also es war so eine 50-50-Entscheidung. Schiri stand nah dran, ließ weiterspielen. Und wie gesagt, mit dem Pausenpfiff macht man dann das 2:0 und sind so in die Halbzeit gegangen. Aber halt, 2:0 ist immer ein gefährliches Ergebnis, dann ist der Deckel noch nicht drauf. Und da hat der Trainer halt auch gewarnt in der Halbzeit und so ist man dann halt in die zweiten 45 Minuten gegangen. Ja, Sie haben es angesprochen, der Marc-Frank Brasnitsch mit dem 44. Minute mit dem 2:0, der ja letzte Woche ja auch in allerletzter Sekunde, glaube ich, die Punkte gerettet hat, ne? Genau, letzte Woche halt mit dem Elfmeter in der 89. Minute halt eiskalt verwandelt hat und jetzt heute auch. Also er ist halt schon ein Goalgetter, der. Ja, auch da, jeder andere hätte wahrscheinlich den Ball mit Vollspann aufs Tor geschossen. Er hat den Schuss angetäuscht und dann einfach den über den Torwart volley drüber gespielt. Also das war schon auch da wieder sahnemäßig gemacht. Und ja, nichtsdestotrotz haben wir es dann versäumt, in der zweiten Halbzeit den Deckel drauf zu machen. Und dann gab es halt in der 71. einen Anschlusstreffer vom Gegner. Und dann haben wir so ein Stück weit die Linie verloren. Ich sage jetzt mal, der Präsident des Gegners hat gesagt, ihr habt so ein bisschen überheblich agiert. Und das ist wirklich der Fall gewesen. Also man hat so ein bisschen läppisch gespielt und hat dadurch mit diesen zwei einzigen Gegner wieder zurück ins Spiel gebracht. Und das Fühlt man war sich dann schon bitter. ja überheblich gespielt? Fühlt man sich denn schon als Mittelrheinligist schon am Aachener Tivoli in der Regionalliga? Ich weiß nicht, was in den Köpfen der Spieler vorgeht. Normalerweise sage ich schon, die Mannschaft hat über weite Strecken konzentriert gespielt. Aber dann klar, dann steht es dann bis 20 Minuten vor Schluss, steht es dann 2:0. Man spielt, ich will nicht sagen Katz und Maus mit dem Gegner, aber man hat einen hohen Ballbesitz prozentual. Und ja, vielleicht kommt dann so eine gewisse Lässigkeit einfach rein bei dem einen oder anderen. Und das darf einfach so nicht passieren. Dann bekommst du fast aus dem Nichts ein 1:2. Verlierst dann so ein bisschen die Linie, der Gegner kriegt die zweite Luft, machen dann nach einem Standard und für mich auch einem klaren Foul an den David Pütz, der komplett weggeräumt wird, ein 2:2, wo der Schiri vielleicht beide Augen zugedrückt hat. Ja, das passiert im Fußball. Dann stehst du 6 Minuten vor Schluss, auf einmal steht das Spiel 2:2 und jeder fragt sich, wie kann das passieren, obwohl man eigentlich spielerisch haushoch überlegen ist. Ja, wie ist das denn passiert mit dem 2:2? Hier im Bericht steht Janis Becker Eigentor. Ja, das war ein Gewühl raus. Es kann sein, dass der Janis Becker den Ball halt zum Schluss berührt hat, weil der Schiedsrichter das halt so eingetragen hat. Das war ziemliches Gewühl. Wir haben uns eigentlich am meisten darüber aufgeregt, weil der David Pütz halt von hinten komplett mit beiden Armen so weggeräumt wird. In meinen Augen war das ein klares Foulspiel. Aber ist das passiert? Das ist halt so. Auch da sage ich einfach, gut, Schiri stand nah dran. Vielleicht auch Zu nah. Konzentrationsentscheidung wegen dem Elfmeter. Also jetzt, dass er dann gesagt hat, komm, ne, hätte ich vielleicht Elfer geben müssen, da drücke ich jetzt beide Augen zu. Ja, und dann steht es halt 6 Minuten vor Schluss auf einmal 2:2. Und dann, ja, muss ich sagen, vielleicht ist das auch ein Stück weit Qualität. Also ich habe gerade eben noch zu jemandem gesagt, wie ich jung war,
hat Bayern München oftmals die Spiele in der Nachspielzeit und in der letzten Minute noch für sich entschieden. Und ja, und das haben wir halt heute auch hinbekommen, dass Mario Weber halt auch bei einer Standard dann halt ja, goldrichtig stand und dann halt den Ball mit dem rechten Fuß halt als Innenverteidiger nach vorne verwandelt hat in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Und das ist halt natürlich vielleicht auch ein Stück weit Qualität, dass man halt da nochmal mit unseren Türmen, mit unseren großgewachsenen Leuten dann halt auch aus so einer Situation Kapital schlagen kann. Ja, wie hat Ihr Trainer das denn erlebt, die letzten 6, 7 Minuten? Man steht ja wirklich unter Druck. Man redet ja nur noch von Regionalliga, Vertragsverlängerungen, Neuverträge. Ihr Vertrag, glaube ich, ist im Sommer läuft auch aus. Da tut sich denn auch so einiges im Sportlichen in der Direktion. Ja, also ja, ist wirklich so. Also mein Vertrag läuft am 30.06. aus. Der Trainer, der hat noch Vertrag. Der hat also für die kommende Spielzeit noch Vertrag. Ja, ich lass alles locker auf mich zukommen. Ich lege den Fokus im Moment auf die kommenden Spiele und ja, und alles Weitere wird dann die Zukunft zeigen. Es hat ein paar lose Anfragen gegeben von Vereinen, aber für mich zählt ganz klar, der erste FC Dijon ist mein erster Ansprechpartner. Klar, wenn es natürlich dann bis zum 30.06. nicht passiert, okay, dann muss man halt für sich selber dann seine Schlüsse draus ziehen oder muss man halt handeln. Aber das ist einfach für mich zu weit weg. Wir haben jetzt heute erstmal gewonnen und werden halt auch nach wie vor jetzt versuchen, den Kader für die kommende Spielzeit punktuell zusammenzustellen. Auch da müssen wir bei der einen oder anderen Personalie halt ein bisschen abwarten, weil man nicht weiß, in welche Liga geht es wirklich final. Trotzdem, ja, sind wir schon so, dass wir circa 12 Personalien schon fest haben, also auch Jungs, die noch Vertrag haben für die kommende Spielzeit. Das sind zum Beispiel beide Torhüter. Marc Brasnitsch hat Vertrag, Vincent Keimer, Philipp Simon, die jetzt Adam Matyschik hat Vertrag. Wir werden jetzt in Kürze mit Adis Omar Basic und Markus Wipperfürth, da fehlen nur noch die Unterschriften drauf. Also da tut sich schon etwas und ja, jetzt Richtung meiner Personalie, da sehe ich dem gelassen entgegen. 30.06. sind noch 3 Monate und ja, wie gesagt, ich werde alles für den Verein tun, was in meiner Macht steht, um dann halt auch wirklich ja, mit dem Aufstieg im Sommer dann in die Regionalliga zu gehen. Und was dann mit meiner Person passiert, das müssen andere Leute entscheiden. Ja, da machen wir mal ab, was mit Ihrer Person als Sportdirektor beim 1. FC Dijon passiert nach dem 30.06., ob das Ziel auch erreicht wird. Sie setzen alles dran. Gehen wir nochmal kurz zurück zum Spiel, die letzten 6, 7 Minuten. Wie war denn die Kommunikation heute zwischen Ihnen und dem Trainer in den letzten 6, 7 Minuten? Es geht ja hier wirklich um alles. Also während des Spiels kommunizieren wir nicht so viel. Also da ist der Trainer halt sehr angespannt und ist dann dabei, seine Spieler zu korrigieren. Also da gibt es halt wenig Austausch mit mir selber. Ich sitze zwar immer auch in der Nähe des Trainerstaffs, aber wir tauschen sie in der Regel halt immer vor der Halbzeit mal aus, um einfach da auch ein Feedback zu geben, wie hat man selber eine Halbzeit gesehen. Man hat selber ja auch viele Jahre im Trainerbereich gearbeitet, hat selber auch eine A-Lizenz, so dass man halt auch da einfach hört er sich immer gerne auch andere Meinungen an. Wie hat jemand das Spiel gesehen? Das passiert immer. Also vor dem Spiel, Vorbereitung im Spiel. Wie hast du die Halbzeit gesehen? Und dann halt, ja, dann nach dem Spiel sowieso. Wir sitzen im Bus immer nebeneinander. Und ja, aber während dem Spiel findet da halt so kein Austausch statt. Also er hat halt so versucht, die Mannschaft nochmal nach vorne zu pushen, hat dann nochmal ja, auch da an die Mannschaft appelliert, alles reinzuwerfen bis zum Schluss. Ja, und es hat halt Gott sei Dank funktioniert. Und jetzt ja, kann man sich heute Abend erstmal in Ruhe zurücklehnen, auch wenn Hennef auch gewonnen hat, der Abstand bleibt. Und dann ist morgen trainingsfrei, selbstständiges Auslaufen, Dienstag eine Trainingseinheit und dann gibt es Mittwoch das Bonusspiel, den Mittelrhein-Pokal gegen Fortuna Köln vor, ja, hoffentlich großer Kulisse. Also der Vorverkauf war sehr gut. Deswegen wird es bestimmt eine gute Rahmenbedingung sein am Mittwochabend an der Westkampfbahn. Ja, wir sind gespannt, wir sind dabei am Mittwoch bei hoffentlich etwas besserem Wetter wie heute oder in den letzten Tagen, wo der Schneefall auch die Region Düren erwischt hat. Und wir bleiben am Ball, was mit dem Sportdirektor, mit dem erfolgreichen Sportdirektor beim 1. FC Düren nach dem 30.06. passiert. Vielen Dank, Dirk Ruhig. Danke auch, schönen Abend noch.